Vor 60 Jahren waren zwei deutsche Beamte im Auswärtigen Amt damit beschäftigt, ein Papier zu formulieren, das das Leben von Deutschen und Türken wahrscheinlich für immer miteinander verbinden wird. Ist das heute eigentlich ein Tag zum Feiern? Ehrlich gesagt, also mir persönlich, also mir ist nicht nach Feiern, weil ne, das ist so meine, ja, das ist so meine Familiengeschichte und die war halt auch nicht immer glücklich. Hm. Und was mich halt auch ein bisschen stört an dieser Feierei, dass die erste Generation, die eigentlich an dieser Feier mitmachen sollte, dass die so vergessen wird. Und das andere, was mir bei diesem Feiern, ja, was ich halt kritisch sehe, ist so, dass so die erfolgreichen Migrantenkinder, nenne ich die mal so, gezeigt werden und die anderen nicht. Weil wir sind ja wirklich eine Minderheit unter Menschen mit Türkei-Hintergrund, sei es zum Beispiel Bildung. Also wie viel Prozent von Menschen mit Türkei-Hintergrund hat zum Beispiel Abitur? Ich habe irgendwie gelesen, 14. Wie viel Prozent hat einen Hochschulabschluss? Das ist noch weniger. Ganz zu schweigen, Promotion ist wirklich, liegt unter 1%. Aber es sagt ja auch einiges über Deutschland und die Beziehung zu den sogenannten, ja, Gastarbeiterkindern aus, finde ich so. Aber ist das der Maßstab? Was denkst du darüber? Klar, ich meine, richtig angekommen ist man dann, wenn du als Mensch mit Migrationsgeschichte, Hintergrund, was auch immer, eben ganz normal auch einen Fehler machen darfst und der Fehler dann nicht von den Migranten, den Türkeistämmigen, den Muslimen oder so gemacht wird, sondern von einer einzelnen Person. Und da ist man nicht so ganz. Ich muss immer an die Worte meines Vaters denken, als ich zum ersten Mal Abgeordneter wurde, sagte der immer, du musst jetzt richtig aufpassen, denn wenn du einen Fehler machst, dann hast du nicht nur du gemacht, sondern haben den wir alle mitgemacht. Ich hoffe, dass das irgendwann mal nicht mehr so ist, sondern dass eben jeder erstmal als Individuum auftritt und als Individuum bewertet wird und nicht in dieser Person gesehen wird, der oder die Repräsentantin einer Konfession, Religionsgemeinschaft, Nation, Sprachgemeinschaft, was auch immer das ist. Und da muss man eigentlich ein bisschen hin. Das wäre mein Wunsch. Ich habe bei mir immer das Gefühl, ich bin immer so dazwischen. Also ich gehöre immer nirgendwo dazu. Ja, es ist so eine, ja, schon eine Außenseiterposition. Der gemeinsame Nenner ist immer dieses Kind von GastarbeiterInnen zu sein und das verbindet. Dabei ist es wirklich egal, ne, was man am Ende sozusagen geworden ist. Also ja, so, ob irgendwie krasse Wissenschaftlerin oder einen anderen ehrenwerten Beruf. Darf ich kurz was zu dem sagen? Weil Rehan hat ja gerade gesagt, bei diesen Feierlichkeiten werden ja jetzt eher so die in Anführungszeichen Erfolgreichen eingeladen. Mhm. Aber man kann das ja auch umdrehen und sagen, wir haben ja alle von uns nicht vergessen, wo wir herkommen. Ich habe das nicht vergessen, dass ich in Deutsch bis zur vierten Klasse eine 5 hatte. Ich habe das nicht vergessen. Und warum ich das sage, ist, daraus kann ja auch, wenn man das positiv wendet, auch ja, so ein Gefühl werden, ich bin erst dann angekommen, wenn alle angekommen sind. Also quasi auch eine Art Auftrag, den man mitnimmt, dafür zu sorgen, dass irgendwann mal in Deutschland hoffentlich der Bildungserfolg abgekoppelt wird von der Herkunft der Eltern. Und das gilt übrigens nicht nur für Migrantenkinder, das gilt auch für deutsche Arbeiterkinder. Wie wurde bei euch zu Hause so diese Einwanderung nach Deutschland, das Kommen nach Deutschland thematisiert? Meine Eltern wären irgendwie, das war 84 oder so, wären sie fast wieder zurückgegangen. Und dann hat aber mein Vater, ja, wie ich finde, schon was Schlaues gemacht, weil wenn wir jetzt die heutige Türkei angucken und die Regierung, war das schon richtig. Mein Vater ist so ein Bildungsfanatiker, weil er das selbst nicht hatte, aber das ist schon zwanghaft bei meinem Vater. Und der hat dann gesagt so, nein, wir bleiben jetzt hier und die Kinder sollen studieren. So. Und als ich dann studiert habe, hieß das, du wirst Doktorin. Und jetzt sagt er, du musst eigentlich die Nachfolgerin von Merkel sein. Was sitzt du hier noch? Du musst, geh, ruf sie an. Ich soll dich übrigens auch von meinem Papa grüßen. Also die Ansprüche sind auch gewachsen, der Herr. Mein Vaters Ansprüche waren riesengroß. Es ist so, er meint das ernst. Er guckt mich hin. Kızım, meine Tochter, warum rufst du nicht Merkel an und sagst ihr, ich will dann wer du bist so, und dass du das kannst? Warum sollst du das nicht machen? Deutschland braucht so eine Bundeskanzlerin. Daran glaubt mein Dad.
Warum nicht eigentlich? Also warum? Sowieso warum nicht. Aber was ich damit sagen will, es gab halt immer auch Druck. So einerseits halt dieses Unsichere von meinen Eltern, das werdet ihr vielleicht auch kennen, so, ne? Ja. Wo gehen wir zurück, gehen wir nicht zurück? Ah, wir gehen in ein paar Jahren zurück. Ah, nee, doch nicht. Und dann so auch deren nie angekommen sein, ne? Weil ihre, also die Eltern von, die Familie von meinen Eltern haben sich mittlerweile auch verändert. Und wenn die in die Türkei zu Besuch fahren, ich merke das, oder fliegen, die haben sich, das sind zwei Welten, ne? Das, was du erzählt hast, mit dieser Ungewissheit, das kenne ich auch gut. Und wenn ich schlechte Noten hatte oder mal irgendwas ausgefressen hatte, war immer der größte Albtraum und die größte Angst, wenn sie sagten, wenn du dich nicht besserst, schicken wir dich in die Türkei. Mhm. Das war Drohung. Für mich immer ein bisschen Angst. Und es gab ja Eltern, die das gemacht haben. Man wusste ja, wie schlecht es denen ging. Und die kannte ich ja. Genau. Also, die Türkei war für mich natürlich was Schönes im Urlaub. Aber so wie man dort eben irgendwie der Almanje war und irgendwann auch mal wieder froh war, wenn man zurückkam, weil das halt irgendwie ein schönes Abenteuer war, aber die Vorstellung, da dauerhaft zu sein, in die Schule zu gehen, das konnte ich mir nicht vorstellen. Als wir mit Özlem vorbereitet haben und nochmal so uns an Details aus unserer Kindheit auch erinnert haben, von Nachbarn, von denen, was wir erlebt haben und so, das kannst du ja auch, also was den Alltagsrassismus und so angeht, auch gar nicht mit heute vergleichen. Ne? Naja, vor allem unsere Elterngeneration, die konnten sich, also meine zumindest, nicht wehren. Die haben ja nicht irgendwie, die wussten ja teilweise auch nicht, dass das Rassismus war. Ne? Ja, aber es gab auch noch was anderes, finde ich. Also es ist total interessant. Sie konnten sich nicht wehren, aber es hat sie auch nicht so gestört. Genau, also, sie haben sich das so erklärt. Ich erinnere mich bei meinem Vater, also wenn er dann auf der Werft sozusagen, er hatte übrigens eine Nummer, da wurde selten der Name gesagt, es wurde die Nummer gesagt, 1115. Und wir haben gesagt, 1115, komm hier, komm da. Oder ich erinnere mich, ne, dass er ganz oft gesagt hat, ich mache die Arbeit von drei Deutschen. Das war so selbstverständlich. Ja. Er hat aber ne, wir sind eine andere Generation. Wir können das sozusagen nicht nur anprangern, sondern auch benennen und uns wehren. So, und das war bei meinen Eltern nicht so. Aber sie hatten halt auch diese extreme Dankbarkeit, die uns ja anerzogen wurde. Ja? Ja. So, du musst dankbar sein, dass du hier sein darfst. Du musst dankbar sein, dass der Deutsche uns hier lässt. Du musst dankbar sein, dass... Also das haben die dann auch abgelegt, als wir dann 20 plus waren, weil wir ihnen dann immer mehr erklärt haben, nee, wir müssen nicht mehr dankbar sein und ihr sowieso nicht. Man hatte einen Konflikt mit der Mehrheitsgesellschaft, aber man hatte ja auch Konflikte zu Hause. Diese Vorstellung von Leistung und diese Vorstellung von Dankbarkeit, ständig dankbar sein zu müssen, dass die Deutschen uns hier haben wollen, das war ja nur ein Konflikt, den man zu Hause hatte, schätze ich mal. Wie war das bei euch? Gab es Kulturkampf am Wohnzimmer, am Chai-Tisch? Ich weiß noch, dass ich sozusagen Rap vor Gymnasium getauscht habe. So, ne? Und mein Vater halt nichts dazu gesagt hat, weil er gesagt hat, so okay, Hauptsache du bleibst auf dem Gymnasium. Was ich aber halt problematisch finde oder schwierig, auch heute noch, dass es halt auch immer von außen Fremdzuschreibungen gab. Also einerseits so diese rassistische Dimension, aber andererseits halt auch so diese Fremdzuschreibung, du bist Türken, du bist Muslimin, du darfst das doch gar nicht. Also ich kann mich auch ganz oft erinnern, als ich dann, ne, als Lady Betray Musik gemacht habe, was, ne, da wo du herkommst, darf man das doch gar nicht. Ich so, sorry, ich komme aus Bremen, da sind die Bremer Stadtmusikanten, also was darf ich jetzt nicht? Und das merke ich halt auch im Wissenschaftsbetrieb, ne, Unistrukturen, die sind ja nicht nur hierarchisch und patriarchalisch, das ist eine Norm, man hat Grenzen. Es gibt Grenzen in diesem Land, ne? Dann mag der eine oder andere sagen, naja, ich meine, in der Türkei ist das viel schlimmer. Ja, aber was ist das für ein Argument? So, in der Türkei lebe ich auch nicht. Ich bin Deutsch, ich lebe hier. Bevor wir in die Schlusskurve kommen, würde ich gerne mit euch einmal ganz kurz so einen Blick in die Glaskugel werfen und fragen, ob wir in 100 Jahren diesen Tag eigentlich auch nochmal so begehen werden oder ob das dann einfach schon so ineinander verwoben ist, die ganze Geschichte der Einwanderung in Deutschland. Ich weiß es natürlich auch nicht, aber es ist ja auch nicht so, dass es jetzt nur die klassische Arbeitsmigration gab, wie bei unseren Eltern. Es gab ja den Putsch 1980, politische. Jetzt gibt es quasi Leute, die aus der Türkei hierher kommen, weil es in der Türkei gerade unerträglich ist. Genau, das heißt, ganz viele Bildungsmigranten. Es wechselt ja. Es gibt einfach ganz verschiedene Phasen und vielleicht werden es dann, Özlem, andere Leute sein, die gekommen sind. Das ist ja kein Prozess, der abgeschlossen ist. Ich glaube, das wird dann irgendwann so sein, dass wir und unsere Nachfahren und Nachfahrinnen, die werden
irgendwie in der Gesellschaft aufgehen und so wie sie sich selber verändern, verändern sie die Gesellschaft. Das heißt, es wird ja auch ein anderes Deutschland sein, das sich, so wie das Deutschland von heute, ein anderes ist wie das in den 60ern. Ich kann es auch nicht beantworten, aber ob das jetzt so sein wird oder nicht, aber man kann sich ja eigentlich nur wünschen, dass es so sein wird, weil so traurig die Geschichten auch sind, so gut sind sie halt auch und eigentlich wäre es ja schön, wenn man sich in 100 Jahren daran erinnert noch, auch an die Anekdoten, die wir erzählen und die dann noch kommen bei unseren Leuten danach. Ich würde es gut finden.